Hallo, ich bin der Mitch. Herzlich willkommen zur Folge 19 des Longplays Transport Fever hier bei nerdsandgeeks.de. Super Sache alles. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ich kann schon mal wieder eine halbe Million zurückzahlen. Es läuft alles. Also wenn ich mir hier mal alles so anschaue, in der Übersicht. Ich habe es geschafft, jetzt von fast 3,8 Millionen Einnahmen auf über 5 zu kommen. Einfach indem ich ein paar Waggons hinten dran gehängt habe an meine bestehenden Züge. Ich habe ja letztens noch einen fünften gekauft und bin dann auf den Trichter gekommen. 5 Waggons pro Zug ist eigentlich nicht verkehrt. Ich habe jetzt 2 Züge noch laufen mit 4 Waggons. Ich glaube, die lasse ich auch erstmal so laufen. Und das Geld sprudelt gerade. Ich kann schon wieder jetzt hier das zurückzahlen. Oder konnte ich das jetzt gerade doch. Das muss ich mir jetzt selber im Video später nochmal angucken, ob ich mich jetzt verklickt hatte oder ob ich jetzt gerade eine Million zurückzahlen konnte. Ich meine, ich konnte gerade eine Million zurückzahlen. Solange die hier rennen und wenn die immer schön den Bahnhof anfahren, ja hier. 138.000. Ne, also machen die gut Geld. Wie schaut es eigentlich hier hinten aus? Erlensee ist gut. Erlensee hat auch... Muss ich mal eben gucken. Ist eigentlich ganz gut ausgelastet. Könnte auch noch von den neuen Bussen was gebrauchen. Schwerin kann auch noch Busse gebrauchen. Ist auch kurz vor der Grenze. Ich kaufe jetzt erstmal diese neuen Busse, die es da gibt. Da habe ich ja schon 2... in Leipzig laufen. Oh, Fehler. So wenig Geld. Jetzt. Also, Erlensee. Mich würde mal interessieren... Moment. Mich würde mal interessieren... Die machen 17 km/h, die machen 20 km/h. Ob die sich zwischendurch überholen. Oder ob die dann irgendwann dahinter stecken bleiben. Das werde ich in Leipzig gleich mal sehen. So. Schwerin. Ja, könnte auch noch 2 gebrauchen. Da stehen auch einige hier am Bahnhof. Oh, stehen jetzt über 50. Packe ich hier nach Schwerin auch nochmal welche hin. Und ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, ich muss mal noch eine Haltestelle irgendwie dazwischen bauen. Weil die Stadt hier wächst, die ist hier so ein bisschen in diese Richtung, glaube ich, auch noch Tacken gewachsen. Das war zwar hier von vorher bis hier, aber es war eher dünn besiedelt. Jetzt geht sie hier hin. Und so zwischendurch muss man den Städten dann auch ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem man die Straßen fertig zieht. Mache ich jetzt mal einfach hier. Jetzt setze ich hier noch... Weiß nicht, hier oder hier? Hier. Hier setze ich noch eine Haltestelle hin. Bus Schwerin. So, und jetzt ist es eigentlich ziemlich einfach. Ich will hier einmal zwischen 3 und 4 eine neue Haltestelle haben. Dann klicke ich hier die 3 an. Und jetzt ist das die neue 4 und das ist die neue 5. Und dann zwischen 9 und 10, also klicke ich die 9 an. Ups. Ups, da habe ich jetzt hier einen doppelt gemacht. Den wollte ich nicht anklicken, sondern den. Lustig, wie die jetzt fahren. Die fahren jetzt die gleiche Haltestelle an quasi. Das ist aber auch blöd. Das ist auch blöd. Jetzt gehe ich mal auf Pause. So. Müsste eigentlich kommen, dass er dann eine Haltestelle vermisst. Genau, das ist dieses Symbol. Und wenn ich in der Nähe einer Haltestelle wieder neu hinpflanze... Bleibt dabei, dass der so komisch fährt.
Er bräuchte eigentlich nur hierher. Warum will er daher fahren? Was ist das für ein Navi? Kommt die Haltestelle eben jetzt hier hin? Ja, so wie ich es haben. So kann es auch bleiben. Also weiter im Text. Gut, Schwerin ist jetzt versorgt. Das schaut alles gut aus mit den Bussen. Schaut auch gut aus mit den Zügen. Ich zahle nochmal zurück. Überlege jetzt, ob ich hier weiter die Strecke erweitere, die ich schon da habe, oder ob ich jetzt woanders hingehe. Dann könnte ich eigentlich so eine Rundstrecke auch bauen. Was kostet das eigentlich, wenn ich den Bahnhof hier ausbaue? Hier ist es ja, hier ist es auch steil. Aber nicht ganz so teuer wie in Schwarzenbach. Da hatte ich schon mal geguckt. Da wird es richtig teuer. Damit kann ich eigentlich noch leben. Und dann könnte ich Leipzig eine zweite Linie verpassen. Und vielleicht hier einfach nur so einmal rum. Später als Ziel. Einmal rum so die vier Städte abklappern. Hatte auch schon überlegt, hatte ich ja schon gesagt, ob ich das bei Schwerin auch so mache. Da könnte ich nämlich Aschersleben anschließen. Ja, was tun? Ich glaube, Leipzig ist besser. Leipzig ist besser. Dann komme ich hier nach Erkenschwick. Erkenschwick. Und da am besten hier raus, hier rum, daran. Danach wird es wieder so hügelig. Oi. Ja, hilft alles nichts. Erkenschwick kriegt jetzt einen Bahnhof. Weiß zwar noch nicht genau wie, aber das kriegen wir hin. Zukunftssicher bauen. Dicke Straße am Bahnhof dran. Hier oben wird sich wieder beschwert. Ja, ich habe Ronnenberg von Erkenschwick getrennt. Böser Mensch. Himmelswegen kein Tunnel. Tunnel ist viel zu teuer. Bahnhof.
maximale Länge zweigleisig. Habe ich momentan nicht das Geld. Habe ich fast das Geld. Kommt ein bisschen noch. Gott sei Dank kommt jetzt durch die Busse immer ein bisschen was dazu auch. Ich warte auf die Kohle. So. Hier wieder geradeaus raus. War waagerecht. Jetzt hatten wir wieder einen ersten. Ah, geht trotzdem. Sehr schön. Und hier auch geradeaus raus. Oh, und da habe ich sofort einen Tunnel. Muss ich wohl in die Pille reinbeißen. Aber hat auch den Vorteil, ich kann hier oben her die Straße ziehen. Steigung zu groß. Okay, was ist, wenn ich die Straße so ziehe? So macht das. Kurz warten, dass meine Züge wieder Geld verdienen. Wo machen die rum? Da fährt jetzt einer Leipzig an, ja, und da habe ich schon das Geld. Tatsächlich die Steigung hier zu heftig. So geht das Ganze und ab hier machen wir Landstraße. Wir haben es ja, deswegen direkt breit. Und ich bin auch noch so frei und pflanze hier alle Bäumetypen, ja, alle Baumtypen. Die kosten merkwürdigerweise nichts. Was an der Mod liegt hier, die ich für die Wälder drauf habe, weiß ich gerade nicht. Was nun kommt, wisst ihr, wenn ihr mal zugeschaut habt, die obligatorische, weltberühmte Kreuzweiche. So, dann noch direkt zukunftssicher hier auch hin. Hier muss ich erstmal den Tunnel fertigstellen. Kann ich die in den Tunnel reinziehen? Geht das? Nee, da habe ich nämlich Probleme. Die muss ich im Tunnel machen. Jetzt läuft es auch so einigermaßen schon, dass wenn ich hier was baue, ich nicht großartig warten muss. Nicht ewig lange.
Und einfach nur kurz warten. Dann habe ich die Kohle. Weil hier schon genug Geld bei rumkommt. Mit meinen Zügen gerade. So. Das hier wird natürlich jetzt so eine Sache. Das muss höchstwahrscheinlich abgerissen werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Kommen auch die ganzen Häuskers weg. Aber ich glaube, das mache ich erst, wenn ich den Bahnhof ausgebaut habe. Ich kann schon mal die Strecke so ein bisschen bauen währenddessen. Fange ich an dieser Seite an. Ah, und da habe ich hier viel Tunnel. Viel Tunnel, nichts gut. Also ungefähr in diese Richtung. Ja, damit kann ich leben. Jetzt wieder schön gerade bleiben. Wie ich schon mal sagte, Bahnübergänge möchte ich vermeiden. Baue ich stattdessen lieber Unterführungen oder Brücken. Kurz wieder warten, bis das Geld da ist. Habe ich da jetzt? Ach, ich habe Kollision, hat er mir angezeigt. Okay. Hier auch noch mal eine zweite. Ja, so ist schön. Du kannst bleiben. So, Kurve nicht zu eng machen. Ich könnte hier eigentlich genau das werde ich machen. Kurz viergleisig gehen. Oh, halt. Jetzt bräuchte ich eine Undo-Taste. Ihr seht hier unten, ich rutsche immer zwischendurch ins Minus. Aber die Züge machen das gerade alles wieder wett. Die sind auch ziemlich voll. Was wunderbar ist. Jetzt auch wirklich hingehen und hier von Anfang an doppelgleisig bauen. Ne, jetzt habe ich schon Fehler gemacht. Habe ich gerade einen Fehler gemacht? Ich bin ja hier eigentlich auf der rechten Spur. So. Fällt kaum auf.
Nee, stimmt gar nicht. Bin auf der linken Spur. Das fällt jetzt auf. Gott sei Dank habe ich hier noch nichts gezogen, weil ich gerade keine Kohle hatte. Alles umsonst gemacht. Bin auf der linken Spur. Hier hatte ich nämlich den Mist gebaut. Seht ihr? Ist jetzt egal. So, der Tunnel ist wieder teuer. Aber zum Glück nur halb so teuer, wenn da schon ein Tunnel liegt. Jetzt muss ich noch mal auf Kohle warten. Sind da noch nicht mal 40.000? Kommt. Die Blockunterteilung mit den Signalen mache ich später. Ich muss mir jetzt erstmal gucken, dass ich hier in Leipzig überhaupt einen Bahnhof hinkriege. Und ich muss da auch irgendwie hinkommen. Sind das hier Wohnhäuser und Geschäftsgebäude? Hilft alles nix. Wird hier abgerissen. Kann man die ganze Ecke terraformieren. Hier die Brückenpfeiler so. So, habe ich die Verbindung da auch wieder. Die Gleise liegen soweit. Nee, das wird mir zu heikel. Hier mache ich jetzt mal einfach zwischen diesen beiden noch eine Kreuzweiche hin. Weil ich würde den gerne noch ein Stückchen länger ziehen. Wieso ist hier der Bau nicht? Ach, da, okay. Falsche Anschlussstelle. Und
Und dann muss ich das Gleis hier, nicht das Gleis, das Signal, ein bisschen nach vorne setzen. Gut. Dann würde ich sagen, dann war es das bis hier. Und in der nächsten Folge erweitern wir dann in Leipzig den Bahnhof und schließen die neue Strecke an. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Tschüss, euer Mitch.